Willkommen zu Maidons Meinung, liebe Zuschauer. Natürlich mit Alfred Maidon, hallo. Diverse Aktien hast du uns wieder mitgebracht. Wir starten heute mit Nordex. Da gab es letzte Woche eine Umsatzwarnung, also Zahlen wurden vorgelegt, Umsatzwarnung. Jetzt ist die Aktie dadurch deutlich unter die Räder gekommen. Auch viele negative Analystenkommentare jetzt zu Beginn dieser Woche. Wie siehst du es momentan, die Situation? Ja, tatsächlich. Das war natürlich wirklich ein Schock für die Aktionäre, diese Warnung vor allen Dingen für das laufende Jahr 2017 und für das kommende Jahr. Man hat quasi das komplette Wachstum zusammengestrichen. Man hat die angepeilte Margenerhöhung wieder zusammenstreichen müssen. Und das ist natürlich schon schockierend und das ändert natürlich auch quasi alles. Denn Nordex war ja ein Wert, der vom Wachstum gelebt hat. Die Aktie hat sich von 3 auf über 30 Euro erholt. Eine schöne Story und jetzt ist dieses Wachstum auf einmal zu Ende, muss man so knallhart sagen. Und das rechtfertigt natürlich dann auch diesen Abschlag, denn in diesem Kurs von 20 Euro war noch diese Wachstumsfantasie drin. Und jetzt ist die eben erstmal weg und vor allen Dingen auch auf lange Sicht weg. Und also ob jetzt dieser Kurs von 13 der richtige ist für Nordex, ist die Frage. Aber vielleicht sind es 14, vielleicht sind es 15, aber eben nicht mehr 20 Euro. Also eine Erholung, eine schnelle Erholung ist hier sehr unwahrscheinlich, denn tatsächlich diese Wachstumsstory, die ist vorbei. Natürlich Nordex als Unternehmen gibt es weiterhin und es wird auch weiterhin gute Geschäfte machen, aber eben nicht mehr wachsen. Und warum sollte der Kurs einer Aktie steigen, wenn die Firma nicht mehr wächst? Ja, okay. Schade. Ja, schade. Das ist das wichtige Wort, das hier nur verwendet werden kann. Wir schauen mal auf Jinko, welches Wort wir da als Schlagwort finden. Denn da gab es jetzt gestern endlich die lang erwarteten Zahlen. Haben wir schon oft im Vorfeld drüber gesprochen. Jetzt waren sie da. Wie sind sie ausgefallen? Ja, sehr gut. Absolut, muss man sagen. Der Umsatz war deutlich besser als erwartet. Der Gewinn weitaus besser als erwartet. Und vor allem das Entscheidende war und ist, die Prognose war sehr gut. Im ersten Quartal will man den Umsatz noch stärker erhöhen. Die Marge wird nicht ganz so gut sein, weil die Preise stark gefallen sind. Aber Jinko Solar kommt damit sehr gut zurecht, weil man die Herstellungskosten nochmal kräftig gedrückt hat. Also das sieht wirklich alles sehr gut aus, dass Jinko Solar in diesem schwierigen Umfeld, in der sich die Solarbranche ja befindet, tatsächlich sehr gut dasteht. Das haben die Zahlen klar unter Beweis gestellt. Die Reaktion der Aktie war dann auch recht deutlich, sieht man hier kaum. Erst kam sie etwas unter Druck, dann am Ende ein Plus von ungefähr 4%. Und es sieht gut aus, dass jetzt tatsächlich auch charttechnisch diese Marke hier ist durchschritten worden, die 200-Tage-Linie ist überschritten worden. Das ist hier eine schöne Bodenformation, eine umgedrehte Schulterkopf-Schulter-Formation. Ich bin kein Charttechniker, aber das sieht man schon. Und jetzt sieht es wirklich gut aus, als wenn die Aktie Schwung mitnehmen kann und tatsächlich noch weiter zulegen kann. Als nächsten Wert wollen wir auf Tesla blicken. Da hat Goldman Sachs gestern für Kursverluste gesorgt. Was war da genau los? Ja, Goldman hat die Aktie runtergestuft von neutral auf Sell. Das Kursziel wurde gesenkt von 190 auf 185 Dollar. Das ist natürlich jetzt keine signifikante Kurszielsenkung. Es sieht eher so ein bisschen so aus, als wenn Goldman mit dieser Neutralempfehlung natürlich jetzt nicht mehr gut dasteht bei einem Kurs von immer noch weit über 200 Euro mit diesen 190. Also musste man das Kursziel auch so ein bisschen senken. Die Begründung für diese Herunterstufung ist nichts Neues. Man befürchtet eine Verzögerung beim Model 3. Man hat Angst wegen der Solarübernahme, dass das auf die Zahlen drücken kann. Und man stellt in Aussicht, dass Tesla nochmal neues Geld benötigt. Also alles alte Hüte im Prinzip nochmal neu aufgewärmt von Goldman Sachs. Aber die Stimme von Goldman hat eben Gewicht. Darum ist die Aktie auch nochmal kräftig gefallen gestern. Ohnehin ja im Korrekturmodus. Was aber auch, ich habe es immer wieder gesagt, nach diesem Anstieg, eine Korrektur ist fast schon zwingend. Jetzt gab es Zahlen, jetzt gab es diese Herunterstufung. Vielleicht so auf diesem Niveau kann sich die Aktie mal fangen und dann irgendwann in einigen Wochen den Aufwärtstrend wieder fortsetzen. Denn ich glaube nach wie vor, dass das Model 3 pünktlich kommen kann und dann sind diese Probleme auch nicht so eklatant. Und eine Kapitalerhöhung kann man machen, muss man nicht. Also Goldman musste hier nochmal was nachlegen, hat man gemacht, hat gewirkt, aber ich glaube nicht lange. Wird schnell wieder vielleicht in Vergessenheit in Anführungsstrichen geraten, das Rating. Ja, vergessen nicht, aber nicht mehr so kursrelevant sein. Danke. Gut, wir schauen auf BYD. Die aktuelle Titelstory des noch aktuellen Aktionärs ist ja Warren Buffett und andere Investorenlegenden und wo sie so alle ihre Finger quasi drin haben. Und unter anderem Buffett eben bei BYD, richtig? Ja, tatsächlich. Das war nicht direkt. Buffett hat das über eine Tochterfirma gemacht mit American Energy, einem Energiekonzern, der zu 100% zu Berkshire Hathaway gehört. Die haben sich schon im Jahr 2008 an BYD beteiligt mit 10%. Mittlerweile ist durch einige Kapitalerhöhungen dieser Anteil auf 7,7% geschrumpft, aber immerhin, das ist schon eine signifikante Position, die man da hält und auch die ganzen Jahre durchgehalten hat. Tatsächlich gab es zwischendrin mal Gerüchte, Buffett wolle aussteigen. Das war vor 2 Jahren etwa, dass die Aktie mal kräftig gefallen. Jetzt ist die Frage, ob Buffett vielleicht sogar nochmal aufstockt, denn
tatsächlich, als er eingestiegen ist vor 9 Jahren, war BYD noch gerade in den Anfängen, was Elektroautos betrifft. Mittlerweile ist man weltweit die Nummer 1 und gut möglich, dass hier Buffett vielleicht nochmal nachlegt demnächst. Also eine Aktie, die man nicht so auf dem Radar hat, wenn man an Buffett denkt, aber tatsächlich, Buffett ist hier investiert und man sieht es ja auch im Moment, die Aktie zumindest sieht so aus, als wenn sie hier wieder nach oben dreht. Jetzt wird es sich entscheiden bei der 200-Tage-Linie, ob wir da durchgehen oder nicht. Ich bin da guter Dinge. So viel zu den klassischen, beziehungsweise den Elektroautoherstellern. Jetzt kommen wir zu einem klassischen Automobilkonzern und zwar Volkswagen. Was würdest du hier momentan dem Anleger mit auf den Weg geben? Ja, ich habe es dir immer wieder gesagt, ich bin sehr skeptisch bei Volkswagen, was das laufende Jahr angeht. Abgesehen jetzt von der Dieselproblematik, die natürlich immer noch da ist, ist vor allem China ein großes Problem. Hier sind die Umsätze im Januar doch kräftig zurückgegangen, die Absatzzahlen. Und wenn sich das fortsetzt, dann wird es für Volkswagen richtig schwierig, denn man hat dann gleich 3 Baustellen, Diesel, Elektroautos und noch Probleme in China. Und man sieht es ja auch, die Aktie ist furios ins neue Jahr gestartet, aber jetzt geht der Aktie so langsam die Luft so ein bisschen aus. Und wenn jetzt hier diese 140 mal unterschritten werden sollte und es ist kurz davor, dann drohen hier weitere Abschläge. Also Volkswagen, glaube ich, wird dies Jahr einer der schwächeren DAX-Werte werden, wie alle Automobilhersteller, aber Volkswagen ganz besonders, weil man vor allen Dingen sehr abhängig ist von China. 40% der Autos werden da verkauft und das könnte schon für einige Sorgenfalten noch sorgen. Ja. Wir schauen auf Rocket Internet als nächsten Wert. Da hat der Teilausstieg des Investors Kinnevik ja für einen Abfall der Aktie gesorgt. Es kommen immer größere Zweifel am Geschäftsmodell auf, auch eben bei diesem Investor. Wie siehst du es bei Rocket? Ja, das Geschäftsmodell an sich ist natürlich nicht verkehrt, in Firmen zu investieren und die dann an die Börse zu bringen. Nur Rocket Internet schafft es eben, der erste Teil, der gelingt ganz gut, man investiert immer mehr. Nur die Firmen werden eben nicht börsenreif, weil sie auch meiner Ansicht nach nicht gut sind. Also ich mag weder Home24 noch Delivery Hero. Das sind alles Geschäftsmodelle, die sind nicht wirklich neu, die sind nicht wirklich ertragsstark. Und man hat wirklich Probleme, hier Börsengänge auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, auch das war der Hauptgrund, warum Kinnevik hier die Hälfte seiner Beteiligung verkauft hat. Es war so offiziell von anderen Gründen die Rede, dass sich die Geschäftsmodelle zu sehr ähneln würden. Aber hier hat man einfach die Reißleine gezogen, finde ich auch vollkommen richtig. Denn Rocket Internet hatte einen großen Erfolg, das war Zalando. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Und man muss befürchten, dass auch dieses Jahr vielleicht kein Börsengang kommt. Man will ja Delivery Hero unbedingt an die Börse bringen. Und also die Fantasie ist doch eher begrenzt, das Risikopotenzial weiterhin vorhanden, weil man eben einfach, glaube ich, die falschen Geschäftsmodelle hat, was die Firmen angeht, in die man investiert hat. Vom HelloFresh-Börsengang hat man auch schon lange nichts mehr gehört. Ja, lange nicht. Und das ist auch erstmal lange Zeit verschoben. Ja. Dann schauen wir zuletzt noch auf Otokoble. Da gab es jetzt heute, ganz am Dienstag, Zahlen. Wie sind die denn ausgefallen? Ja, man sieht es recht deutlich. Die Aktie kam kräftig unter die Räder. Das lag jetzt weniger an den Zahlen. Das waren die Zahlen für das Halbjahr, das im Dezember geendet ist. Das war das erste Halbjahr. Das zweite Halbjahr läuft jetzt bis Juli. Und für dieses zweite Halbjahr hat man gewarnt, man wird nicht, wie erwartet, 15.000 Tonnen Lithiumcarbonat produzieren können, sondern nur 12.000 bis 12.500 Tonnen. Was daran liegt, dass man sein Abbaugebiet nochmal neu ausrichten muss, weil es hier einige Unregelmäßigkeiten gab. Man könnte zwar jetzt die Produktion hochhalten, aber dann läuft man Gefahr, dass später dann weniger produziert wird. Also man muss das hier erstmal neu strukturieren. Das wird zu diesem Produktionsrückgang führen und das hat natürlich auch den Aktienkursrutsch ausgelöst. Ist ja auch kein Wunder, wenn man die Produktion 20% geringer ausfallen lässt, dann fällt die Aktie eben auch in diesem Ausmaß. Ist sie auch ungefähr. Jetzt ist natürlich hier ganz schön, immerhin, man hat hier noch eine Unterstützung, die sollte, glaube ich, auch halten. Die Story von Otokoble ist intakt, sie hat sich eben jetzt, wird sich nur verzögern durch diese Produktionsrücksetzer. Man will dann ab dem zweiten Halbjahr 2017 wieder die Produktion hochfahren. Aber ja, ein Rückschlag, nicht das Aus, dennoch im Moment eine Aktie, die man sicherlich halten kann, aber erstmal eher abwarten. Dann danke ich dir für deine Einschätzungen für heute. Sehr gerne. Danke auch Ihnen, wenn Sie mögen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.